Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Warte mal. Santa Blanca, Kokain zu. Ah, genau, ja. Letztes Mal sind wir hier hingeflogen, nachdem wir die komische Mami hier oben, die Madre Coca, getötet haben. Und genau, jetzt sind wir hier. Und ich bin mal gespannt, was hier für eine Geschichte gibt. Bowman, wir erreichen jetzt die Provinz Villa Verde. Neben zahlreichen legalen Coca-Farmen betreibt das Kartell dort eine Mine, aus der es sein Pyrolusit erhält. Daraus werden Chemikalien zum Reinigen von Kokain hergestellt, damit es schön weiß aussieht oder so. Diesen Produktionsschritt können wir für Sie lahmlegen. Wir wissen nicht, wer in Villa Verde das Sagen hat. Also Vorsicht. Sammeln Sie Informationen über den Buchon, bevor Sie losschlagen. Bowman, Ende. So, damit es weiß ist oder irgendwie sowas. Cool. So, dann wollen wir mal. Da ist eine Santa Blanca Sendestation. Stürmen wir rein und schalten sie ab. Setze Drohne ein. Der hätte uns ja früher warnen können, dass hier so alles voll ist, ne? Da ist noch ein Tango. Noch ein dritter. Und noch ein macht fünf. Ach, hier drin sind so viele. Wir sind ein paar Narcos, neben der Kiste mit den Funkgeräten. Das funktioniert. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Na, willst du auch? Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich El Wey nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Bowman, der Buchon in Villa Verde heißt El Wey. Ist sehr leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento über Elways Hackfresse lustig gemacht. Elway hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Suenio musste einschreiten. Hört sich nach einem Ansatz an. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Elway. Das wird lustig. Dann mal go! Das ist Pedro Gil, genannt El Wey. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert?
Sie wissen, was Pyrolusit ist, oder? Ja, war mir auch neu. Pyrolusit, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Villa Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. Elways Vater war Bergarbeiter, wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Elway nicht viele Optionen, bis ihm El Boquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Elway wollte Pyrolusit verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Elway ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Unidad. Nur machen Sie niemals Witze über sein Gesicht. Ja, kann ich aber irgendwo verstehen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alle bereit? Feuer! Rod! Verschwende keine Zeit, wir müssen weiter. Gut gemacht. Jetzt, wo weniger Kartellstationen senden, können die Rebellen hier einrücken. Zum Glück war das unten. Ah. Gut, das war's. Das war's. Alle okay? Also, ich bin zwar eigentlich von... Also durchlöchert, durch und durch, aber es ist ganz in Ordnung. So. Dann machen wir mal eine Markierung. Mit dem können wir uns Wohlwollen von den Rebellen erkaufen. So, leider auch wieder keine Waffen, aber das ist egal. So, dann holen wir uns die nächste Info. Hier gibt es ja viele Infos. Ich mach das, ich fliege. So, das war knapp. Gut. Das ist ja gleich da unten. Ganz ehrlich, unser Sniper hat uns schon so viel Ärger erspart. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Also, weil, also wegen One-Shots gegen Fahrzeuge, das ist so extrem wichtig. Ziel mit Maschinenpistolen. Tango Nummer 3. Hier ist Ziel Nummer 5. Da sind zwei drin, das ist unpraktisch. Das war's und mein Guter, das war's auch für dich.
Hier ist ein Tango. Der Tango weiß, dass was faul ist. Ha. Das war scheiße knapp. Ja, war scheiße. Wieso ist das eigentlich töten? Ich meine, ich hau ihn nur eins auf die Fresse. Das war's. Naja. Sieh mal an. Der Gewerkschaftsführer in Villa Verde, er heißt Chango, findet es scheiße, wie das Kartell die Arbeiter hier behandelt. Klingt, als hätten wir viel gemein. Ich wette, er geht uns gerne zur Hand, wenn wir die Pyrolusit-Produktion lahmlegen. Könnte sein. Was macht der da? Einmal Kiste hoch, einmal Kiste runter. Fertig. Ja, gut, mal schauen, was hier für Waffen gibt. Also einmal eine. Ja, die ist gar nicht schlecht. Ah, ne. Kurzer Schaft. Nope. Die macht so wenig Schaden. Ah, naja. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber mei. Und wo ist unser Heli da oben? Nicht alle gleichzeitig. Minerale. Ah, genau, das ist der Typ. Dann würde ich noch kurz hier vorbeischauen. Was sollen wir tun? Ja, einfach fahren. Genau, dann hole ich mir die nächste Info noch schnell. Ich kann das Labor sehen. Wir sollten Bowman anrufen, bevor wir den Ort eindampfen. Stimmt, ich sag's ihr, dann kann sie schon mal das nächste suchen. Verdammt gut gesichert für eine Scheune. Zu Hause hatten wir nur Vorhängeschlösser für Scheunen. In den Scheunen zu Hause gibt's wohl nichts zu stehlen. Jedenfalls nichts im Wert von ein paar Tonnen Koka. Bowman, wir haben eins der Labore von Elway. Gute Arbeit. Jetzt, da wir wissen, wie die aussehen können, lassen Sie mich schauen, ob ich noch andere in dem Gebiet finde. Und bingo. Ich leite die neuen Koordinaten weiter. Das war schnell. Okay, da. Oh. Gut.
Da ist die Info jetzt, Futsch. Reden Sie mit dem Gewerkschaftsführer in Villa Verde. Mhm. Vielleicht bringt er die Minenarbeiter ja von der Pyrolusit-Förderung für das Kartell ab. Und unsere Kollegen haben uns allein gelassen. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, wir haben sie ja auch allein gelassen. So traurig. Hi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? Egal. Hier könnten Informationen sein. Ja, oder ein Typ. Unterhalten wir uns mit ihm. Wir haben gehört, Sie wollen diese Santa Blanca-Typen loswerden. Por supuesto. Wer will schon ein Sklave dieser Narcos sein? Wenn wir das erledigen, wären Sie dann bereit, die Minen aufzugeben? Pero no pueden. Sie können nicht alle Santa Blanca-Söldner im Land umbringen. Ah, da haben Sie vielleicht recht. Aber wir können so viele wie möglich ausschalten, damit Sie und Ihre Familie fliehen können. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca hat die Mine in San Marquesa übernommen. Erobern Sie die Mine. Und wir können uns befreien. Das werden wir tun. Gut. Dann geht's weiter nach. Töten Sie Santa Blanca Truppen in La Marquesa. Quenza. Irgendwie so. Gut. Das werden wir dann mal tun. Das. Oh, in 300 Meter schon. Haha. Wir nehmen mal einen Helikopter mit. Hi, Ketal. Damit wir nicht mehr so weit gehen müssen. So. Dann Drohne bitte. Die Drohne ist oben. Danke. Ich sehe einen Tango. Es stehen noch andere darum. Scharfschütze im Turm. Das macht 5. Das kann nicht. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Markiere Feind. So. Es sind halt viele Zivilisten. Ist ein bisschen da ist noch einer. Macht ärgerlich. Sie. Ich sehe einen Hauptmann. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Da ist eine montierte Waffe. Markiere einen Tango. Zivilist in der Nähe. Hm. 15 Hombres. Okay, rein. So, dann schauen wir mal, wie wir das dann meistern. Vielleicht ist er auch ausgerutscht. Hat sich hingelegt. Weißt du doch nicht.
Vorsicht, hier im Bergarbeiterbezirk wimmelt es von Santa Blancas. Wir schalten sie aus, dann können die Bergleute vielleicht endlich ehrlicher Arbeit nachgehen. Verstanden, Cooper. Truppen sind unterwegs. Was? Nein. Nein, ich mach das alleine. Oh, diese Rebellen. Noobs. Die Rebellen und Santa Blanca gehen sich an die Wäsche. Greifen wir ein? Ja, müssen wir ja wohl, ne? Wieso sind die jetzt hier? Ich hab die nicht geholt. Voll komisch. Alles gut hier drüben. Sauber. Ich brauche Munition. Besen rein. War ganz schön stressig, ja? Wem die Schießerei nicht passt, der geht zur Entwicklungshilfe. Alles sauber hier. Und wieso waren die jetzt hier? Damit die alle sterben, oder was? Ach, naja, egal. Sind halt wirklich, also die am Anfang da waren, sind halt wirklich alle gestorben. Ja, Amateure. Aber egal. Sie waren da. So. So gut. Dann neue Munition. Neue Munition. Und dann, wo ist unser Helikopter? Der ist, glaube ich, irgendwo oben. Da drin ist er. So, töten Sie Santa Blanca-Kräfte in der Mine. Das werden wir auf jeden Fall das nächste Mal tun. Ich überlege nur gerade, ob wir das jetzt machen oder nächste Folge. Ich glaube nächste Folge. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beim Zuschauen und fürs Zuschauen. Und ja, nächstes Mal werden wir die Mine infiltrieren. Danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Und bis dann. Macht's gut, bye bye.